Volkstrauertag in Deutschland. Gute 90 Jahre gibt es ihn. Diesen Tag, an dem sich in Stadt und Land die politische Prominenz zusammen mit den Mitgliedern von Veteranen- und Soldatenvereinen und Hinterbliebenen im Krieg getöteter Männer und Frauen an Kriegsgräbern und Mahnmalen versammelt. Seither werden Jahr für Jahr an diesem Tag unzählige Ansprachen und Mahnreden gehalten. Seither werden Jahr für Jahr an diesem Tag Grenzen an Soldatengräbern und Gedenkstätten niedergelegt. Die Art, diesen Gedenktag zu begehen, scheint mir, hat sich über die Jahrzehnte kaum verändert. Allein seine Bedeutung hat sich mit der Zeit gewandelt. Nicht mehr der Rückblick und die kollektive gemeinsame Trauer stehen im Vordergrund, sondern inzwischen, Gott sei Dank, die Mahnung zur Versöhnung unter den Völkern und Bewahrung des Friedens. Krieg, das ist für mich etwas, das ganz weit weg ist. Etwas, das ich aus persönlichem Erleben nicht kenne. Das ich, Gott sei Dank, nicht kenne und hoffentlich auch niemals kennenlernen muss. Immer wieder war ich in meinem Vikariat in Essen, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, dabei, als Kriegsteilnehmer mit dem Lied vom alten Kameraden und mit den obligatorischen drei Böllerschüssen zu Grabe getragen wurden. Oft gegen den Willen der Hinterbliebenen. Ich habe mich oft gefragt, ich frage mich bei solchen Anlässen immer wieder, ob diese Art der Trauerarbeit heute noch angemessen ist. Ob sie dem verständlichen Anliegen gerecht wird, einen Menschen zu würdigen, der in jungen Jahren den Tod ständig vor Augen Schlimmes und Schlimmstes erlebt und erlitten hat. Oder, und ganz kritisch, ob wir nicht eher Gefahr laufen, eine längst nicht mehr zeitgemäße Form der Heldenverehrung zu betreiben und jungen nach Orientierung suchenden Menschen damit die falsche Richtung weisen. Dieser Tag ist notwendig für alle, die immer noch nicht begriffen haben, dass Gewalt der falsche Weg ist, Probleme zu lösen. Dieser Tag ist notwendig. Nicht nur als Gedenktag, sondern verantwortungsbewusst begangen, vielmehr noch als Nachdenktag. Als Tag, an dem Anstöße gegeben, Impulse gesetzt werden für einen anderen, einen neuen, einen fairen und friedlichen Umgang miteinander. Der Volkstrauertag ist ein Friedenstag. Damen und Herren, liebe Anwesende, bald 70 Jahre nach Beendigung des bisher schrecklichsten Krieges in der Menschheitsgeschichte hat der Volkstrauertag noch die gleiche Bedeutung wie in den direkten Nachkriegsjahren. Denke an die Gewalt in Syrien, im Irak, auch an Terroranschläge gegen unschuldige Menschen in vielen Teilen der Welt. Die Bilder in ihrer Dramatik, die uns die Medien liefern, zeigen vielfach ein Grauen, das wir sehr oft nicht mehr für möglich gehalten haben. Ein Amtsglied ja im Altkreis Oberbarnim. Einer seiner Landräte war Theobald von Bethmann-Hollweg, der spätere Reichskanzler des Deutschen Reiches. Man kann diesem Mann in seinem Lebensweg vieles nachsagen. Aber in einer Frage hatte er zutiefst versagt und damit das Leben von Millionen zerstört, das seiner Freunde, wie zum Beispiel Walter Rathenau, und auch sein eigenes. Das ist die Frage von Krieg und Frieden. Und wer in dieser Frage versagt, gibt sein menschliches und politisches Geschick in die Hände des Unkalkulierbaren, des Verbrecherischen und des Bösen. Dies ist die Lehre aus dem Ersten Weltkrieg, die auch die heutige Politik nicht leichter macht. Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. Wir gedenken der Soldaten,
die in den Weltkrieg stauen. Der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben. Und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihren Überzeugungen oder an ihrem Glauben festhielten. Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Bundeswehrsoldaten und andere Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben haben. Wir gedenken heute derer, die bei uns durch Gewalt und Hass gegen Fremde und Schwache zum Opfer geworden. Wir bitten für die, die nach uns kommen, dass sie Frieden stiften und Frieden halten. Besegne uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.